Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Lernzyklus über die Einführung in die Prozentrechnung. Jetzt bist du an der Reihe. Das heißt, ich hoffe, dass du mit einem Blatt Papier und einem Stift ausgestattet bist, denn du darfst jetzt selbst eine Aufgabe lösen. Los geht's! Okay, du sollst 64% von 45 berechnen. Einmal ohne Formel und einmal mit Formel. Genauso wie wir das in dem letzten Video auch schon erarbeitet haben. Danach werden wir gemeinsam die Lösung besprechen. Drücke also jetzt auf Pause und rechne. Herzlich willkommen zurück. Jetzt schauen wir uns die Lösung gemeinsam an. Zuerst ohne Formel. 64% von 45. Das heißt, wir suchen eigentlich 64 Hundertstel von 45. Okay, das heißt, wir müssen 45 mal in 100 Teile teilen und uns überlegen, wie groß einer dieser Teile ist. Das heißt, im ersten Schritt werden wir jetzt 45 durch 100 dividieren. Mit der Eselsbrücke der Kommaverschiebung geht das ganz schnell. Das ist nämlich 0,45, also ein so ein Teil. Wir wollen das auch als Bruch schreiben können. Das sind nämlich 45 Hundertstel. Ich schreibe es mal in Klammer, ist jetzt nicht so wichtig für die Rechnung des Beispiels, aber ich möchte dich erinnern, dass das genau dasselbe ist. Jetzt zum zweiten Schritt. Okay, jetzt wissen wir, wie groß ein Teil ist. Wir wollen aber nicht einen, sondern 64. Deshalb müssen wir diese 0,45 mit 64 multiplizieren. Machen wir das schnell. 6 mal 5 ist 30 und 6 mal 4 ist 24 plus 3 ergibt 27. 4 mal 5 ist 20, 4 mal 4 ist 16 plus 2 ist 18. Jetzt müssen wir die beiden Zeilen addieren. Und es kommt heraus, diese Zahlen mit richtigen Komma gesetzt, also 28,80. Zuerst haben wir uns also einen Teil, also ein Hundertstel von 45 berechnet. Das heißt, eigentlich ist ja ein Hundertstel 1% von 45. Und im zweiten Schritt haben wir dann von diesem 1% oder von einem Hundertstel auf 64 Hundertstel geschlossen. Das heißt auf 64% von 45. Und das war ja genau das, was gesucht war. Das Ergebnis, das uns rausgekommen ist, ist 28,8. Das heißt, wir wissen jetzt, 64% von 45 ist 28,8. Perfekt. Jetzt das Ganze auch noch mit der Formel. Erinnere dich, wie sie geht. Prozentwert ist Prozentsatz durch 100 mal Grundwert. Diese Begriffe, die wir hier eingeführt haben, sind ganz wichtig. Prozentwert hängt natürlich vom Prozentsatz ab. Grundwert ist das Ganze, alle 100%. Wir setzen jetzt also ein. Den Prozentsatz erkennen wir. Das ist der einzige Begriff, wo nicht Wert drinnen steckt. Der einzige Begriff, die einzige Zahl, die tatsächlich Prozente sind, ja. Das heißt, es ist in unserem Fall 64. So viel Prozent wollen wir von 45 von unserem Grundwert ausrechnen. Vergleich das mal mit dem da drüben. Wir wollten ja zuerst ohne Formel auch 64 Hundertstel von 45 berechnen. Und eigentlich steht hier fast dasselbe. Der Bruch ist gleich, nur dieses von ist in der Formel mit einem Mal übersetzt. Wieso das so geht, haben wir uns ja schon im letzten Video angeschaut. Rechnen wir jetzt also aus mit der Formel. 64 Hundertstel ist ja 0,64. Jetzt multiplizieren wir. Am besten machen wir das in einer Nebenrechnung. Und wir legen gleich los. 4 mal 4 ist 16. 4 mal 6 ist 24 plus 1 ist 25. 5 mal 4
ist 20, 5 mal 6 ist 30, plus 2 ist 32. Jetzt müssen wir nur mehr addieren. 0, 8, 8 und 2. Richtig Komma setzen und wir sehen, das Ergebnis ist 28,8. Gott sei Dank dasselbe wie auf der linken Seite, sonst hätten wir uns jetzt nämlich verrechnet. Perfekt. Die Formel hat uns aufs selbe Ziel gebracht. Ist jetzt das links und rechts wirklich komplett ident? Kann man auf beide Wege die Rechnung lösen? Ja, das funktioniert. Wieso zeige ich dir hier unten noch einmal kurz? Du weißt, die Formel, angewandt in diesem Beispiel, funktioniert ja wie folgt. Wir müssen 64 Hundertstel berechnen und das Ganze mit 45 multiplizieren. Wenn ich einen Bruch mit einer normalen Zahl multipliziere, dann schreibe ich das so, dass die Multiplikation im Zähler steht und im Nenner einfach 100 bleibt. Beim Multiplizieren ist die Reihenfolge ja egal. Deshalb kann ich auch 45 mal 64 schreiben. Und jetzt kann ich die 64 wieder extra neben dem Bruch schreiben. Das ist genau dasselbe, wie wenn es oben im Zähler steht. Und was wir jetzt sehen, das hier, das ist genau dasselbe, was du vorher links ohne Formel berechnet hast. Du hast zuerst 45 durch 100 dividiert, also 45 Hundertstel ausgerechnet, so wie hier in der Formel, und das Ergebnis mit 64 multipliziert. Das heißt, du siehst also, beide Arten sind genau dasselbe. Wir machen links dasselbe, wie wir rechts tun. Nur verwenden wir rechts dafür eine Formel, die wir uns schon merken. Das erleichtert uns natürlich das Arbeiten, weil wir nicht jedes Mal neu überlegen müssen, wie wir da eigentlich rechnen könnten, sondern wenn wir einmal wissen, dass die Formel funktioniert und wieso sie funktioniert, können wir einfach nur mehr einsetzen und sind fertig. Außerdem hat die Formel den Vorteil, dass wir dann später den Grundwert und den Prozentsatz auch ganz leicht damit ausrechnen wollen. Es gibt nämlich auch Beispiele, wo eben nicht der Prozentwert gefragt ist, sondern etwas anderes. Das werden wir uns dann auch in den nächsten Lernzyklen gemeinsam anschauen. Am besten du übst noch weiter und wirst fit mit der Prozentrechnung. Zumindest mit einem der beiden Wege solltest du dann vertraut sein und dich gut auskennen. Ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Zyklus wieder. Tschüss und bis dann.